Okay, ich gebe dir einen Grund zum Heulen. Jetzt heult sie nicht mehr. Puh, Weiber. Junge, das kann doch nicht gesund sein, was du da treibst. So, Muni. Geld. Plasma. Wie komme ich eigentlich bei Blau immer auf Plasma? Das ist immer so. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Blaues in einem Spiel sehe, denke ich mir sofort Plasma-Energie. Seltsam. Das könnte vielleicht nützlich sein. 0451. So. Tada! Gott, bin ich gut. So. Ja, ein Autohacker. Also mit dem Teil kann man automatisch einen Gegenstand, den man hacken könnte, auch hacken. Ohne dafür Geld auszugeben. Das sind tolle Dinger. Im zweiten Teil sind diese Dinger in Form von Pfeilen erhältlich. Also eben, man zielt auf die Distanz auf einen Gegenstand und hackt ihn damit. Das finde ich noch ein Zacken cooler. Habe ich jetzt Angst. Jetzt hast du mich erschreckt. Boah, hat dies mir gegeben. Jetzt bin ich total erschreckt. Und so. Kriegst du mich nicht ins Visier? Hä? So. Ja, ja. Der Vorteil, wenn man auf leicht spielt, eine panzerbrechende Kugel reicht manchmal aus. So. Testen wir doch mal direkt unseren Autohacker. Habe ich jetzt übrigens nur gemacht, damit ihr mal gesehen habt, wie einfach es mit dem Ding geht. Da, 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 da. Hier sieht's wirklich sauber aus. Respekt an den leitenden Arzt. Ja. Du wanderst durch eine Tür. Du bist nicht wirklich nicht gesund. Hallo? Für dich nehme ich lieber wieder die Muni. Oder... ja, Muni. What the? Hallo? Oh mein Gott, er kann zaubern. Nicht. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Gleich macht er wieder das Licht aus, wetten? Moment mal. Sekunde. Was, der Sarg jetzt nicht da hinten? Wie kommt der Sarg hierher? Habe ich jetzt gerade eben was übersehen? Hier stand noch kein Sarg rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Sarg verfolgt mich. Ich will hier raus. Scheiß Tyram. Moment, war das wirklich der Sarg? Nein, das ist ein anderer. Etwa... der auch nicht? Oh Gott, wo kam dieser Sarg her? Es ist Finger, der ich hoffe, es war eine vergnügliche Nacht. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erhält, rebelliert er an dessen Selbstlosigkeit. So, jetzt müssten wir... sagt er. Denk an deinen Nächsten. Egal, wer es gerade ist. Statt die Armen. Da ist einem das Essen nicht bekommen. König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Gucken wir doch erstmal hier hin. Denk nur an dich selbst begonnen.
König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es. Es hätte wir... Schuld und Versagen gekettet hat. Ich wüsste ja zu gerne, ist das so ein... Aufzugslift oder... Na, keine Ahnung. Okay. Muni habe ich auch wieder gut. Ja. Das ist doch schön. Der Verkaufsautomat interessiert uns eigentlich mal gerade nicht. So. Ein Ziel. Das ist schön. Wo lacht sich der Typ ein ab? Aha. Na? Diese Nitro-Fuzzis gehen mir auf den Zünder. Er will mir nicht wehtun, ganz genau. Er will mir nur helfen, indem er mir die Milz bei lebendigem Leib rausreißt. Ja, schon klar. Schon begriffen. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt es Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Oh je, da haben sich ein paar Leute richtig lieb. Ja, ja. Hoppala, da war ja eine Kamera. Wo ist denn die? Da war eine Kamera. Jetzt nicht mehr. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 44, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, Mr. Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename für Charge 44 ist Zorn, weil sie dazu neigt, die Probanden... Faszinierend. Es muss fürchterlich geschmeckt haben, das Zeug. Dumbi 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 da. Haha. Ja. Komm, die paar Kröten habe ich doch noch. So. Dumbi 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 da. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon wieder auf? Habe ich genug Platz auf der Kiste? Ach, ich werde es ja merken. So. Wir kriegen hier einfach so eine Waffe geschenkt. Mitten... yeah. Ich hab's gewusst. Pippe, ich glaube, ich habe schon wieder ans Mikro gepustet. Du bist minderwertig. What the fuck, das Ding war nicht geladen? Okay, ich sollte mal besser reingucken. So, noch einer. Glück gehabt. Ich hätte die Bewegknarre doch wirklich mal nachladen sollen vorher. Habe ich echt nicht drauf geachtet. So, Feeder Chamber. Mhm.
gab's einmal, jetzt nicht mehr. Gut. Ja, da komme ich wohl nur mit etwas Überzeugungsarbeit rein. Dumbi-dumbi-dumbi-dubi-da. Idiotischer Schrot, ionischer. Aha. Kasse versteckt. Ist nichts. Hallo? Schwedische Sauna? Warte. Alte, du bist hier aber vorher nicht gesessen. Sowas weiß ich. Wo komme ich denn? Tag auch. Danke für den Besuch. Gerne.